Nicht lustig. Echt so. Richtig unlol war Nicht das. lustig. Bei Eltern lustig. So, ich glaube, es ist doch nicht so ein geiler Moment, jetzt aufzunehmen, weil ich gerade noch Facebook offen habe. Warum hast du es Vielleicht denn? eigentlich rüber switchen müsste. Ist das deine Mama noch offen gekommen? Müsste ich immer hier, weißt schon, alles retuschieren. Wie nennt man das nochmal? Nicht retuschieren. Verpixeln. Verpixelt. Na, komm, Verpixelt. nehmen wir auf. Es ist schon wieder nicht lustig, ey. Ah, es muss Da hätten wir spontan. gerade so viel Spaß. Es muss spontan geschehen. Damit Das ist hier man witzig. sich als Zuschauer jetzt nicht fragt, wo wir gerade sind. Ja, wir zocken ungefähr 95% der Scheiße offline, also während wir nicht aufnehmen. Offline. Ja, wir haben zockt immer außerhalb des Servers. Ja. Immer am Singleplayer, ja, habe ich schon gedacht. Weil seine Mom im Internet verbietet. Eigentlich. Das kann er nur anmachen, Richtig. wenn seine Mom nicht da Also ich ist. darf Wenn er am Strich ist. höchstens 15 Stunden am Tag am Computer, aber ins Internet darf ich nicht. 15 Stunden, ne? Ist schon Bizarre. eine Menge. Danach glühen dir aber die Augen, wie die Rosette. Richtig entzündet deine Augen danach. Musst erst mal Salbe einreiben lassen, ey, für deine Mom. Ja, das ist Erst mal natürlich besser. reindüsen. Um die Eichel. Tschüss. Alessandro, machst du es jetzt endlich mal? Nee. Eigentlich Alessandro, ist jetzt ist hier die 100-Euro-Frage. Welches Tier hat wohl große Eichel? Eine große Eichel? Ich? Nein, es ist der Eichelherr. Junge, Alessandro, machst du es über dir ist Closed Zone, also. Und Ja, hat er wenn ihr das jetzt verkackt, Alter, dann bringe ich mich um. gemacht. Bring dich um, So, spring Alter. mal runter, spring mal schnell runter, schnell! Verdammt. Na, noch kann ich die Challenge verkacken. Verkacken, meinst du? Verkacken! So, jetzt hier, ja? Boom. Bukake! Bukake. Oh, Alessandro, du bist so unwitzig, Mann. Ich mag Kaka So in unwitzig wie meinem Parkinson. Bauch. Aber jetzt bin ich mal ganz kurz. Ja, was musst du da? Muss ich mal ganz kurz meine Eier krummeln. Genau das Das muss ich. Macht Liam übrigens auch immer offline. Eier kraulen offline, ey. Du bist doch eine Bukake-Krake, ey. Ey, was ist denn das hier für ein Sprung, Alter? Leute, können wir einfach vorbeischiften. Vorbeischiften kann man hier. Lol. Das wusste ich ja gar nicht. Ist ja mega nah. Ist ja so gedacht, ne? Ja, hab ich Dumm. auch. Das Kind, du Komm, kannst mich hier sprich. nicht. Kannst Komm. mich hier nicht unterhalten. Nee. Doch, sonst was. Nein! Ich Du bleib weißt, hier. dass du nicht mehr wegkommst. Ja Spring und? jetzt einfach runter, das hat keinen Dann lese ich mir nochmal das Buch. Sinn. Lieber lese ich mir nochmal das Buch durch, ey. Ja, dann mach das. Mach ich jetzt auch. Kannst du es bitte nochmal vortragen? Ich möchte nochmal lachen. Oh mein Gott, was ist Facebook? Du bist so ein Opfer, geh doch mal weg, Junge! Oh, Junge! Ja, ich hab doch gesagt, spring runter! Ja, so habe ich das jetzt nicht gesagt. Ohne Witz, weißt du, man will die Challenge. Ohne Witz! So. Erzähl nicht. Ja, was, Liam? Was ist. Liam, ey. Hasse du. Diese Spielchen. So viel besser. Wieso spiel ich hier? War das gerade die Frage? Boah, alter Bist Junge. du eigentlich 190? Alessandro, warum spielt Liam hier eigentlich noch? Was ist das für ein Eichelsprung, ey? Wo fahren wir überhaupt hin? Ja, zu Hause. Voll schwierig und so. Voll schwierig. Man kann hier voll durchschiffen. Ich bin Wayne. Wo muss ich. Alter, schon zum zweiten Mal jetzt heruntergeschlagen worden. Ist jetzt echt Ich Opfer. sitze Wo muss man hier. denn. Ja, Ja, wo muss was man denn. denn. Hier für das Reinigen am PC von dem Bildschirm. Ja. Hey, ich habe mein eigenes Netflix. Ich habe auch Ja, frei. warum hast du nicht gesagt, dass du gerade aufnimmst? Du musstest immer so ein Bild So. vor die Tür hängen. In der Aufnahme. Sorry. Jetzt brauche ich uns Erlaubnis, ob ich das hochladen darf. Zocken? Ich nehme gerade auf, habe ich deine Erlaubnis, das hochzuladen, was du gerade gesagt hast? Weiß mich nicht, aber du kannst zocken gerade. Ja, kann ich. Herr Junge, wo muss ich denn hier Ich hin? lade mich immer noch runter.
Junge, das ist mir jetzt scheißegal. Hä? Jetzt mal ohne Witz, wo muss man denn hin? Ja, Alter, Alessandro? Du Sch... Oh, Junge, ey. Ey, Sandro? Ah, jetzt weiß ich, wo man lang muss. Alessandro, wie heißt, wieso heißt du eigentlich nicht Sandro? Ich meine, du bist doch ein Denker, oder nicht? Und weil man vom, weil du vom Assi-Kaff kommst, da sagt man nicht Alessandro, da sagt man Sandro. Ich brauche das nicht mehr. Danke. So, oder nicht, Alessandro? Was willst du von mir? Du hast doch Assi-Gene in dir. Achso, ja, das war übrigens gerade Liams Freund im Hintergrund. Wir leben schon seit 2 Jahren zusammen. Ja, das heißt nicht freuen, wir sind inzwischen Lebensgefährten. Also halt mal ganz doch. Piss dich mal, Liam. Junge, wieso steckst du dich da runter? Ich weiß, hä? Lol, wie bist du da? Super Saiyajin. Hey Junge, ich hing an der Wand, hab die ganze Zeit Schaden bekommen, ey. Ja, cool. Das ist ja kein. Ey, ja, was ist denn da los? Ian! Ja, das ist richtig lol, der Sprung, ne? Ja, dahinter, hast du das gesehen, was da ist? Ja, fette Mutter ist dahinter. Ne, hast du es gesehen? Ja, hab ich. Und den Trittplatten? Ja, ist aber nicht so schwierig, der Scheißsprung. Ja, aber ich wusste es nicht. Das ist der Überraschungseffekt. Guck doch einfach mal hin! Ja, Junge, sehe ich doch nicht. Das ist keine Ahnung. Wo zum Teufel muss man denn hier? Du musst. Oh, lol! Du musst gerade. Nein, du musst einfach nur rechts auf die Mauer drauf springen. Ja, ich weiß, ich bin auch von der Trittplatte auf die Trittplatte getreten. Ja, ja, ich auch. Oh. Da haben wir ja auch nichts Böses, ne? Lol. Böses. Böses. Mösius Cäsar. Ich bin Mösius Cäsar. Heißt es nicht Käse? Das heißt eigentlich Kaiser. Kaiser! Heißt es aber wirklich. Weißt du noch, wo Tim was gefragt hat? Zeiger, wann lesen wir eigentlich Kaiser? Meinst Cäsar. So episch, ey. Kaiser. Oh, das war schon epic. Das war epic. Ja, das ist richtig roffel, der Sprung, ey. Oh. LOL, das ist der schwierigste Sprung. Oh, lol, der schwierigste Sprung auf dem Planeten, seit es Hiroshima gibt. Ja, eigentlich ist die Challenge ja mega einfach. Ich war übrigens gestern auf dem Kanal von Dena. Hast du ein paar Likes da gelassen? Nee, ich war tatsächlich auf seinem Kanal. Ich wollte mal gucken, was der gerade so macht. Sachen. Ich bin nicht weitergekommen. Ich habe nur auf seinen Kanal geklickt. Da sind ja immer diese Trailer-Videos. Nee. Da habe ich schon Krebs bekommen, Alter. Obwohl, der hat mit Bram zusammen da irgendwas gemacht. Also jedenfalls hat Bram da irgendwas im Hintergrund gelabert, keine Ahnung. Wie mit Minecraft. Alter, der schneidet ja jede Scheiße dazwischen. Immer wenn irgendwas sagt, dann scheint das so als Schrift auf dem... Also wisst ihr, was ich meine? Nee. Hast du mal gesehen? Das ist richtig anstrengend zuzugucken, ja. Ey, was so mache ich? Bei, oh, Scheiße, was ein Fail, ey. Geh mal weg! Aber nicht. So. Ja, spring doch einfach mal. Das ist einfach eine kleine Eichel. Hau mal die einfachsten Nazis. Ich hätte dich gerade fast mit dem N-Wort beleidigt. Welches N? Und wenn einer von euch das sagt, dann löschen wir die ganze Aufnahme bis jetzt. Oh. Ich schneide da nämlich ganz sicher nichts raus. Also, ich keinen Bock drauf. Hast du aber letztes Mal auch nicht gemacht, oder? Echt so. Hab ich das auch gesagt? Ach lol. Ja, weil es nur ein... Stimmt. Weil es nur einmal war. Und ich glaube, Peter hat einmal gesagt, dass man sich rausschneiden muss, wenn es halt einmal irgendwo gesagt wird. Sondern es passiert halt öfter. Ja. Er hat einmal ausgerollt. Du. Mal gucken, wann es. Hardy sagt das ja, hat das ja auch oft in der Müllnacht gesagt. Ja. Der Müllnacht. Unsere Müllnacht von mir ist auch bald. Jeden Dienstag. Dienstagabend. Und Samstagabend. Das erste Spiel wird Wolf Team sein. Mal sehen, wie das so wird. Ey, da kommt jetzt von. Davon kommt jetzt Werbung, ne? Gibt's richtig im Fernsehen. Wolf Team. Ja, ich hab's gemacht. Woo! Challenge. Dann. Dann, Leute, einfach. Dann was. Dann was. Dann. D-O-N-E. Ja, dann was dann? D-O-N-E. 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 Wayne ist ein dummer Hurensohn, die fand sich gerne nackt. Alessandro, ich glaube, ich habe Assassin's Creed jetzt mal langsam durch, Alter. Ich nicht. Das zieht sich ja so endlos, ey. Ich kann Assassin's Creed nicht durchspielen, das ist wie FIFA oder sowas.
Das ist wie GTA, das kann man auch nicht sehen. GTA, Vice City. Jetzt eigentlich Vice City. Ihr scheiß Hippies. Welches Album, ey? Ich muss gerade neun so eine Typen killen. Ich weiß, hab jetzt aber vergessen, wie die heißen. Die Medici. Die random. Mario, Luigi, Francesco, Alessandro, Berlusconi. 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 Bunga Bunga Berlusconi. Ja, Lian, du hast es auch gleich gemacht. Ja, Lian. Da kommt kein schwerer Sprung mehr. Der vielleicht. Ja. Boah, bist du inkompetent. Der ist richtig. Ich fahre noch in die letzte Challenge zurück, ey. Dann müsstest du noch mal. Ja, so wie ich Weltweit zurück in die Steinzeit geprügelt habe. Was ist denn Sinn, ey? Ja, scheiße Sinn. Ja, wie kann man einen in die Steinzeit zurückprügeln? Ja, keine Ahnung. Ich kann dich höchstens in die Kindheit zurückprügeln, weil du dann nur so stotterst wie damals. Als Maul. Nein, du bist echt komisch. Danke schön. Du bist ein Spaß. Ja, der Richtige. Alles andere, wir werden mal wieder treffen und ein paar Müllvideos gucken. Richtig. In guten alten Zeiten. Klar. Und ein paar Randy Orton Compilations. Ja, richtig. Das wäre mal super, ja. Boah, also, ja, Alter, wie bist du denn, ey? Da können wir ja Halloween machen. Das kann man eigentlich echt. Aber ohne Lian am besten. Ja, natürlich. Weil das ist nämlich nicht der CV, das ist sonst immer. Ich hasse Lian, ich will den nicht dabei haben. Nee, da muss ich dann doch ehrlich sein. Aber nee, ohne den. Das sind doch eh wieder nur wie so eine Vollidioten und lachen, heulen voll Lachen, Alter, nur für so über so eine Drecksvideos, ey. Lars, dreckig. Lars. Ich weiß, als wir da richtig. Anal. Ich hab geheult, glaube ich, als wir das geguckt haben, ey. Ja, wer hat dann nicht geheult? Das war einfach. Es kommt natürlich auf unserem Zweitkanal, nicht Lachen Challenge mit YouTube-Kacke. Ja, natürlich. Ungefickt heißt der Challenge. Heißt der Kanal. Wie? Ungefickt? Ungefickt. Wir nennen den einfach ungespielt und schreiben das I groß und zwar ein L. Mann, was eine geile Idee, Lian, wirklich, ey. Da hast du eine gute Idee. Kannst du mich mal bitte der Lian nennen? Ja, der Lian, nenne ich natürlich. So findet man nämlich mich nämlich auch bei Facebook. Oh lol, ich hab die nächste Challenge auch schon gemacht. Ja, das musst du ja dann nochmal machen. Ja, ich weiß, aber nur damit du mal wisst, wie... Ich möchte der Hardy an dieser Stelle zur Ice Bucket Challenge herausfordern. Ich nominiere... Waititi, die Lochis und Ungespielt und Dena. Ich habe es geschafft, Lian, du hast noch 3 Versuche. Weil du weißt ganz genau, dass den dann ungespielt niemals Wasser verschwenden würden. Ja, hast recht. Die werden sich das eher in die Haare tun. Und damit ihre Haare zu waschen. Die Rasterlocken etwas fluffiger zu machen. Ja, das stimmt. Ja, ne? Dena. Ungespielt soll ja auch Wasser zum Abwaschen und gleichzeitig für die Haare benutzen. Nein, Mann, der benutzt Wasser zum Spülen und zum Duschen gleichzeitig. Ja. Und am Ende werden wir jetzt noch gesperrt, Alter. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie ein Dissen, auf jeden Fall. Ey, Lian, hast du eigentlich schon mal Borat geguckt? Ja. Das ist... Der ist sehr lol. Wo der da ins Hotelzimmer kommt, ey. Der ist mal im Klo trinkt, ey. Kannst du dich noch dran erinnern? Das war geil. Ich find's aber geil, auch wieder, wenn dieser ein Gastfamilie da ist, und dann fragt er, ob er kurz aufs Klo gehen kann. Dann kommt er wieder mit der Scheiße in so einer Tüte, Alter. Oder wo? Oder in so einer, ich darf's jetzt sagen, in der jüdischen Familie da ist. So eine nach Obdachsuche. Ja, mit Geld voll. Ja, mit den Kakerlaken, ey. Und dieser gewisse Lauf, ey, den man da immer veranstaltet. Und die dann alle wegrennen und die. Den Typen dann da später verprügelt. Kannst du dich daran noch erinnern? Der Film war echt ziemlich geil. Hast du den letztens erst geguckt? Ja. Geil, Mann. Ja, Filme mit dem Typen sind echt gut. Auch hier, also Borat ist ja richtig lustig. Der Diktator war ja auch arschkomisch. Ja.
Bruno ist jetzt nicht so lustig.